Dank vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh hey, Messiah schickt uns. Wir sind auf sein Befehl hier. Einige Verschrecker haben uns gesagt. Er war es nicht persönlich. Er will einen der Gefangenen. Den neuen, der gerade gebracht wurde. In Ordnung, gehen wir. Und dann bringen wir ihn zu Nikolai. Gemeinsam. Ja, sicher, sicher. Was? Verdammt! Oh, Scheiße! Was zur Hölle? Dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh hey, Messiah schickt uns. Hier rüber! Endlich und dran! Thank you.
treuen Diener unterstellen sich euch. Unsere Stimmen preisen euch. Unsere Herzen ehren euch. Was zur Hölle? Verstärkung! Unsere Herzen ehren euch. Mit Feuer sind wir an euch gebunden. Ihr seid die Sonne, die das Licht gemacht. Ihr seid der Sturm, der wütet in der Nacht. Wir sind eure Kinder. Wir erwarten den Tag. Bringt uns die Dämmerung, die den Weg zeigen mag. Euer Platz ist jetzt bei den Solari-Brüder. Erhebt eure Stimmen. Preist die Sonnenkönige. Reich in die Flammen, reich in die Sonne, reich in die Flammen, reich in die Sonne, reich in die Flammen, reich in die Sonne, reich in die Flammen, reich in die Flammen, reich in die Sonne, reich in die Flammen. Waldfächer wurden im 19. Jahrhundert häufig mit Gedichten oder Schilderungen wichtiger Ereignisse beschrieben. Juni 2011. Die Jahre vergehen und ich höre jetzt im Schlaf ihr Flüstern. Es ist die Sonnenkönigin. Sie drängt mich zum Weitermachen. Bei jedem Sonnenaufgang sehe ich ihr majestätisches Gesicht. Bald ist es soweit. Meine Solari arbeiten in ihrem Namen, errichten eine Stadt aus allem, was sie auf die Insel gebracht hat, foltern und opfern in ihrem Namen. Bald ist es soweit. Wir werden die eine finden. Ich sehne mich nach Flucht, aber nicht einfach von der Insel. Von allem. Den Wracks, den Leichen und dem Dreck. Wenn ich meine Königin zurückbringe, verschwindet das alles in einem Augenblick. Und wie die Morgensonne wird sie Land und Meer in ihrem Licht baden und alles verbrennen. Und dann erstehe ich aus dieser verbrannten Erde. Wiedergeboren und rein.
schön Hitzköpfe. Hey, nicht anstacheln! Wir arbeiten hier! Verdammter Idiot! Der Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und? Was wird jetzt wohl passieren? Die Sonnenkönigin. Sie wird uns endlich von hier wegführen. Dann ist alles real? Das heißt, sie ist real? Ja. Und nichts wird uns aufhalten. Ich glaub's nicht. Nach so langer Zeit. Alles wird sich jetzt ändern, Bruder. Wart's ab. Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grimm? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay, wir müssen das Ding lockern. Los, Jungs, nochmal. Okay, bereit? Jetzt! Es ist sinnlos, Reyes. Jetzt! Verdammt nochmal! Lara, hier läuft eine komische Scheiße ab. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Das ist doch ein Witz. Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden. War nicht ganz so wie erwartet, was? Die Untertreibung des Jahres. Sam hat irgendetwas damit zu tun. Ihr Anführer glaubt, sie sei so eine Art Schlüssel. Na toll. Einen eigenen Charles Manson haben sie auch? Er heißt Matthias. Arme Sam. Hoffentlich finden wir sie. Alles der Reihe nach. Erstmal müssen wir aus dem Käfig raus.